Hallo Leute, heute möchte ich auf einen Kommentar von Uschi eingehen und Uschi fragte, wie ist eigentlich dein Vorname? Ich habe ihr geantwortet, Barbie. Hat sich einfach so ergeben. Ihr müsst wissen, dass auf YouTube nicht nur nette Leute rumlaufen. Und gerade wenn du nicht nur sexy Mädels, Strand und die schönsten Dinge von Gran Canaria zeigst, sondern ein bisschen in die Tiefe gehst und über Dinge berichtest, die keiner so gerne sehen möchte, dann bekommst du auch viel Hass zu spüren und Kommentare, die das ganz deutlich ausdrücken. Ja, es gibt Leute, die sind richtig sauer auf mich. Und wenn ihr wissen möchtet, woher die Kommentare kommen zu 100% von Männern. Und von Männern aus der Region von Spanien und Gran Canaria. Zum Beispiel hat mir ein Mann geschrieben, du weißt hoffentlich, dass auch viele Canarios Deutsch können. Ja, mein Freund, das weiß ich und das freut mich auch für euch. Trotzdem werde ich weiter meine Meinung sagen. Meine Meinung, die mir wichtig ist, die Dinge, die ich gesehen habe, gehört habe und erfahren habe. Wenn ich zum Beispiel meine persönliche Meinung mitteile und keine Fakten, dann sage ich es eindeutig im Video, das ist meine persönliche Meinung. Wenn es aber um Fakten geht, dann haue ich die auch ganz knallhart raus. Und das wird auch so bleiben. Und ich habe auch keine Angst vor diesen Leuten. Nur in der Bibel steht, wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. Und deswegen bin ich einfach ein bisschen vorsichtig. Unter dem Video, wo ich euch die eingesperrten Hunde gezeigt habe, kam ein Kommentar ebenfalls von einem Spanier, der schrieb, irgendwas regte sich auf darüber, dass ich gesagt hatte, wäre ich erwischt worden, hätte mich das mein Leben gekostet. Lol. Ich könnte jetzt nochmal nachgucken, was genau da stand, aber Novala La Pena, mein Freund. Wenn du nicht weißt, was LOL bedeutet, dann hast du einfach Pech gehabt. Vielleicht googelst du das ganz einfach mal. Ja, alles in allem möchte ich weitermachen und weiter verbreiten, was es zu verbreiten gibt, gerade im Sinne der Tiere. Und möchte natürlich keine unangenehmen Begegnungen haben mit Leuten, die sich da drauf irgendwie einen Hass schieben. Aber, und das geht jetzt an euch, ich habe euch schon mal gesagt, ich habe keine Angst, aber alles fair, face to face. Schreibt mich an und wir treffen uns im wahren Leben. Und da können wir uns unterhalten über Gott und die Welt und über Tierquälerei auf den Kanarischen Inseln. Und du und ich, Uschi, wir zwei gehen auf sicher mal einen Kaffee trinken.